Battlefield 1 basiert auf Ereignissen, die sich vor über 100 Jahren abgespielt haben. Mehr als 60 Millionen Soldaten kämpfen in diesem Krieg, um alle Kriege zu beenden. Er beendete rein gar nichts. Doch er veränderte die Welt für alle Zeiten. Was folgt, sind Frontkämpfe. Du wirst vermutlich nicht überleben. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt. Wir spielen die Kampagne von Battlefield 1 auf dem PC. Und ich bin der Eimerwerfer und das hier ist sowas wie der Prolog. Und wir sind jetzt ein MG-Schütze bei den Franzosen. Die Deutschen stürmen jetzt und sie haben Pickelhauben auf. Oha, ich hab doch... Jetzt habe ich einen getötet! Stürmt ihr Schweine! Ja, Erster Weltkrieg und wir haben gleich ein schön vollautomatisches Maschinengewehr. Das ist halt Battlefield. Es soll das Battlefield-Feeling sein und nicht unbedingt ein Realismus-Shooter. Oh, ich wurde getroffen! Ich muss nachladen! Also wir kämpfen jetzt in Frankreich. Ich sehe die alle immer so schlecht. Die sind gut getarnt. Ich kann die hier nicht markieren. Noch nicht jedenfalls. Da will uns einer flankieren. Habe ich eine Granate? Ja. Ist das? Ich lade mal nach. Der Schlingel. Denkst wohl, du bist was Besonderes. Nein, jeder Mensch ist was wert hier. Das ist so schrecklich, wie die Menschen hier abgeschlachtet wurden. So, jetzt haben wir keine Munition mehr fürs MG. Wir müssen jetzt mit der Pistole schießen. Scheiße, aue! Was? Hier schreit doch einer! Ein Kollege da hinten. Ich lad nochmal nach. Ja, ich schieß hier... Ich hab hier Außenstellung gezogen. Scheiße! Scheiße, eingraben! Scheiße! Ihr Schweine, ich hasse euch. Aua. Können wir den hier tot machen? Schlag ihn doch! Nein, jetzt bin ich schon gefallen. Ich wurde abgefackelt. Simon Edward, 1885 bis 1918. Wir kamen aus allen Teilen der Welt. Viele von uns hielten diesen Krieg für einen Initiationsritus. Ein Wo sind wir Machine Gunner? Aber ich sage Ihnen, es war kein Abenteuer. Typ, benutze das Zielen. Ja, 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 ja. Alle Jahre wieder metzel ich euch nieder. In der Kampagne werden wir nie die Seite der Deutschen oder Österreicher spielen oder deren Verbündete. Nur die Alliierten. Waren das da auch schon die Alliierten? Hießen die da auch schon so? Oder waren das einfach nur... Weiß ich nicht. Da steht noch einer!
Oh, da ist einer vorgedrungen. Scheiße. Oh, Schrotflinte. Wo sind die Schweine? Ach, hier ist einer. Ich treff den nicht. Hier, du kriegst einen Spaten. Du Spaten. Scheiße, Flammenwerfer-Johnny. Hier, nimm eine Granate. Jedes Mal macht mich der Flammenwerfer-Johnny kaputt. Bin da überall. Ich lad nach. Du, ist das explodiert, oder was? Oh. Ah, schon wieder ein Flammenwerfer! Oh, hier kommen wir nicht lebend raus. Der ist ja mehr am Nachladen als am Schießen. Schon wieder am Nachladen! Ja, selber schuld, wenn du jetzt krepierst. Maurice Harris, 1899 bis 1918. Neue Panzer veränderten über Nacht das Gesicht des Krieges. Zum Glück waren sie meistens auf unserer Seite. Also wir spielen jetzt keinen bestimmten Charakter. Wir spielen jetzt verschiedene Leute erstmal, um das Geschehen des Ersten Weltkrieges hier in diesem Spiel wahrscheinlich erstmal kennenzulernen. Aber das sieht schon verdammt geil aus hier. Das MG soll ich benutzen. War das einer von den Bösen? Ja, grausam, wie viele Teamkills wohl gemacht wurden. Ah, ne, das sind unsere. Da sind sie! Mach doch mal den Staub weg, da, den Qualm. Oh. Ja, ich hab's noch nicht raus mit der Maussensibilität, damit bin ich noch nicht zufrieden. Dann ist sie mir zu sensibel, dann wieder nicht sensibel genug. Fahr vor! Da kann ich ja schneller krabbeln! So, Flammenwerfer Johnny ist tot. Oh, sie sehen sich zurück! Wo sind sie denn? Fritz nennen sie die hier. Oh, der war ganz verwirrt, der arme Junge. Der wollte bestimmt nur nach Hause. Hat der auf uns geschossen hier? So einer von uns. Wo schießt du denn hin, Junge? Lauft, ihr Fritzes! Ihr Pommes-Fritz! Oh. Ja, alle im Stealth-Modus hier. So, hier. Ich helfe dir! Waffe wechseln auf 1. Oh, da. Kanone kaputt machen. Gut gemacht. Danke. Schlagen wir eine Bresche für unsere Jungs. Zu den anderen Panzern aufschließen. Zu Befehl. Nein, ich bin ja nur eine Kanone. Volle Konzentration, Männer. Ich konzentriere mich immer. Ich versuch's jedenfalls. Oh, der Panzer wurde geknackt. Gleich sind wir durch. Schießt auf alles, was sich bewegt. Jawohl. Lauf weg! Ihr könnt mir nicht entkommen! Simon Harrison, 1886 bis irgendwann. Anstelle eines Abenteuers erwartete uns nichts als Angst. Und vereint waren wir nur im Tod. Oh, Gasangriff hier! Jetzt kann ich nämlich nicht... Jetzt kann ich nicht über Kim und Korn zielen. Ich weiß auch nicht mal, wo hier die Front ist. Das sind Kollegen. Da war irgendwas. Einfach reingeschossen. Da hinten kommt auch einer. Und schon nachladen. Oh. Du Arschloch. So, der hatte schon einen Stahlhelm auf. Keine Pickelhaube. Nein! Du hast Charlie erschlagen. Mit dem wollte ich heute Abend pokern. Oh, das ist scheiße. Ich setz mal die Gasmaske ab. Geht nicht. Scheiße. Das geht hier nicht. Wenn mich hinlegen, ja. Dann lade ich schon wieder nach. Donnergewitter hier. Das ist ein Baum.
Dramatische Musik, die Sache hier spitzt sich zu. Schon wieder Flammenwerfer Johnny da hinten. Hier, friss das! Also scheiße, Granate verschwindet. Müssen wir vorstoßen oder verteidigen? Wie sind die Befehle? Ich gehe mal zu den Kollegen, der ist da so alleine verwirrt. Oh, scheiße. Nein, nimm das! Oh, jetzt bin ich fast tot. Jetzt wird's persönlich. Errungenschaft oder was? Scheiße, 16% nur noch. Ich muss mich regenerieren. Ah, schon wieder Flammenwerfer. Ja, für's das. Noch eine. Ich werde nicht aufgeben. Niemals aufgeben. Niemals kapitulieren. Scheiße, weg, ihr Rückzug. Ah, ich brenne. Elwood Marshall. 1889 bis 1918. So, jetzt haben wir hier ein Gewehr. Oh. Das soll Slow Motion hier jetzt oder was? Oh. Aua, nein! Ah. Erzeugt Gegendruck. Ab und an machen wir genug Druck, dass durch die Wolken ein Lichtstrahl auf eine Welt jenseits des Krieges fällt. Eine unerreichbare Welt. Der Krieg ist die Welt und unsere Welt ist der Krieg. Aber hinter jedem Gewehr steht ein menschliches Wesen. Wir sind diese Menschen. Abgestumpft und naiv. Ehrenhaft und verbrecherisch. Wir sind es, die zu Legenden und von der Geschichte vergessen werden. Wir sind die Ritter der Lüfte, die Geister der Wüste und die Ratten im Schlamm. Das sind unsere Geschichten. Kriegsgeschichten. Ja, das ist die Kampagne von Battlefield 1. Wir spielen nicht einen Charakter durch die ganze Geschichte. Wir spielen hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Charaktere, wie es aussieht. 6 Geschichten werden wir in dieser Story spielen oder in dieser Kampagne sind ja Kriegsgeschichten. Mal gucken, ob wir denn auch irgendwie Bezug entwickeln können zu einer Person in diesen, hier, die hat 4 Missionen, 4, 3, 3, 2, 1, die haben wir gerade gespielt, Stahlgewitter. Wir werden diesen Kollegen hier wohl niemals wiedersehen, der den deutschen Soldaten verschont hat und ebenso hat der deutsche Soldat eben ihn verschont. Es sind alles nur Menschen, die natürlich in der Zeit eines Krieges zu Monstern werden können. Und ich bin gespannt, wie sich das hier so entwickelt. Ich bin ganz ehrlich gesagt, bin ich nicht so begeistert davon, dass wir hier in der Kampagne in so viele verschiedene Charaktere schlüpfen. Das fand ich in Battlefield 4 noch ein bisschen besser. Ich glaube, da waren wir auch nur in einem Typen, oder? Was auch immer. So, ich habe hier schon mal angefangen, um abzuchecken, Grafikeinstellungen, Lautstärke und so weiter. Wir werden das natürlich nochmal spielen. Das ist, ach, hier steht sogar die 1, das ist die 5. Ach, denn kein... Aber ich kann die 5, wie es aussieht, jetzt trotzdem schon spielen, denn die erste Mission hier ist ja freigeschaltet. Und das war der Prolog. Also dann arbeiten wir uns einfach systematisch hier durch. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann fangen wir hier an durch Morast und Blut. Der britische Panzer Mark V ist eine gepanzerte Bestie, die nur einem Zweck dient, dem Durchbrechen feindlicher Linien. Gehen wir da mal rauf. Mein Großvater hatte im Bürgerkrieg gekämpft. Von ihm wusste ich, was ich tun musste, um zu überleben. Aber auf das, was ich dann sah,
hätte mich nichts vorbereiten können. Neue Kriegsmaschinen wie der Panzer konnten eine Schlacht über Nacht entscheiden. Zum Glück waren sie meistens auf unserer Seite. Meistens. Ja, und dann fangen wir hier an mit übertrieben. Durchbrich mit dem Mark 5 Panzer Black Bass die feindlichen Linien. Dann fahren wir gleich einen Panzer zu beginnen. Sir. Townsend, komm schon, sonst verpasst du noch alles. Und noch ein paar frische Socken, Jungs. In Ordnung, Jimmy. Feuer! Ich habe mir deine Papiere angesehen. Keine Sorge, Sir. Ich werde meinen Teil für König und Vaterland leisten. Junge, wenn du auf Befehl Vorwärts- und Rückwärtsgang findest, bin ich schon zufrieden. Pack mal mit an. Darf ich vorstellen, Big Bash. Die Frau deiner Träume. Unser neuer Fahrer, Männer. Durch Morast und Blut. Verdammt. Oh, nein, 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 nicht fluchen. Sie mag es nicht, wenn du fluchst. Finch. Edwards. Schon mal gemacht? Was denn gemacht? Halt du dich da raus, McManus. Keine Sorge, sie kümmert sich schon um dich. Okay, Jungs. Jetzt geht's um alles. Unser Befehl lautet, die deutschen Linien durchbrechen. Ihre Artilleriestellungen zerstören. So sieht's aus. Finch? Los. Danach stoßen wir vor bis in die französische Region Cambrai. Man sagt, dort gibt es Wein, Weib und Gesang. Sollte euch doch gefallen. McMahon ist aber nicht. Gott, sind wir in sicheren Händen oder was, Jungs? Schon gut, McMahon. Nicht vergessen, Jungs. Macht euren Job und kümmert euch umeinander. Dann kümmert Big Bass sich auch um euch. Der Herr möge uns gnädig sein. Wir stehen das gemeinsam durch. Stimmt's, Edwards? Stimmt. Volle Kraft voraus! Volle Kraft voraus, wie in so ein U-Boot oder so. Dieser verdammte Vogel hart! Mausern, McManus! Vögel mausern! Ich reiß ihm jede Feder einzeln aus! Ganz ruhig, diese Taube kann dein Leben retten. Sie ist unsere einzige Kommunikationsmöglichkeit. Alles klar da oben, Edwards? Ja, langsam habe ich den Bogen raus. Was hast du in der Heimat gemacht? Fahren, ein Auto. Ich war Chauffeur. Halt, das ist weit genug.
Die Infanterie bricht beim ersten Pfiff auf und dann kommen wir. Meine Güte, habt ihr sowas schon mal gesehen? Waffen suchen. Leider. Herhören, wir werden die Geschütze oben bei der Windmühle ausschalten. Verschafft unseren Jungs etwas Platz. Da ist die Windmühle. Neues Einsatzziel. Erobere die Windmühle. Zu Befehl. So, jetzt darf ich auch fahren. Dann brausen wir mal über Stock und Stein. So, müssen wir mal gucken. Oh. Wann wir Schussfeld haben. Ist da hinten eins? Ja. Oh. Das Ding fällt aber runter. Wir fahren einfach mal. Achso. Oh, sieht das geil aus hier, der ganze Dreck und alles kaputt hier. Oh. Jetzt habe ich hier einen leichten Schlenker gemacht. Ach scheiße, ich sehe nix. Fahren wir links lang. Da ist ein MG-Schütze. Da war mal ein... Oh, da ist eine Kante. Oh, scheiße, wir wurden getroffen. So, das Geschütz ist kaputt. Haltet nach weiteren Geschützen Ausschau, Jungs. Jawohl. Da oben ist wieder einer. Der lebt noch oder ist das ein neuer? Dieses Geräusch ist mir nie zu viel. Mir auch nicht. Wir verlegen unsere Einheiten. Findet raus, woher der Schuss kam. Oh, den Panzer hat's weggerissen. Wo ist denn die Kanone? Ach da! Was ist das? Wir sind sehr langsam. Pinch, was ist los? Motor ist in Ordnung, Sir. Es gibt einen Schlamm. Friss das, Fritz! Haltet die Stellung und schaltet alle deutschen Geschütze aus. Ach so, da war ein Geschütz. Unsere Jungs nicht im Stich. Dreh um! Dreh um? Ja, sie kommen uns alle entgegengelaufen. Wir müssen nur noch abdrücken. Oh. Stellung halten und helft unseren Jungs. Jawohl. Die Fahne ist unten. Unsere Fahne geht auf. Lass sie nicht zur Ruhe kommen. Was? Bist du wahnsinnig? Oh. Diese Gewalt. Bestialisch. Da hinten ist eine Kanone. Müssen wir die schon kaputt machen? Ja, jetzt. Einsatzziel abgeschlossen. Sie schießt sogar schon. So. Noch was. Da ist noch was. Nicht weit genug. Lad nach. Schneller. Kaputt. Da ist ein MG-Nest. Gucken, ob wir da reinkommen. Na, nicht weit genug. Ach, scheiß drauf. Wir rücken vor. Oh, getroffen. Wir rücken vor, Männer. Also auch im Online-Modus ist so ein Panzer, wenn der voll besetzt ist, eine richtige Bestie. Eine richtige Bestie. Das ist doch ein MG-Nest. Nicht mehr. Und dass man hier auch wirklich Krater hinterlässt. Ne, wir probieren das mal aus. Ne, hier jetzt nicht, glaube ich, oder? Aber im Online-Modus. Im Multiplayer. Irgendwie so. Da braucht einer unsere Hilfe. Zu Befehl! Da ist eine Kanone da hinten irgendwo. Wo ist die Drecksau? Da. Ah, wir wurden getroffen. Aua! Scheiße, Rückzug! Geht nicht kaputt. Schweinerei.
gleich Panzer fahren zu Beginn. So, wir fahren einfach. Ah, da steht eine Kanone. Friss das! Der Tag ist noch jung. Wir können auch viele abschlachten hier. Flieht, ihr Narren! Ihr kommt nicht nach Hause zu Mama. Es gibt heute keine Erbsensuppe. Obere Behrenskreuzung. Neues Einsatzziel. Zu Befehl! Fahrt mal über. Ja. Ich will nicht die Straße nehmen. Was ist das? So. C, da ist C. Ich mach's mal kaputt. Geht nicht. Jetzt aber. Da ist ja schon wieder einer dran. Hier ist ein anderes MG. Weg da, Kollege. Oh, da ist eine Kanone. Friss das. Oh, da wurde einer im Nahkampf kalt gemacht. So, wer schießt denn hier noch? Da schießt irgendwas. Oder nicht? What? Panzer! Scheiße! Wo sind die Schwachstellen? Feuere auf die Schwachstellen gepanzerter Fahrzeuge. Panzer sind hinten nur leicht und an den Seiten nur mittelstark gepanzert. Umso stärker. Okay, ich versuche zu flankieren. Lasst euch so lange abschießen. Für König und Vaterland. Oh, scheiße. Ah, der ist ja da. Wir sind okay, aber diese Schüsse sind gefährlich. Ich mach's nicht mehr lange. Scheiße. Kacke. Ja, jetzt habe ich ihn, da wo ich ihn haben wollte. Nun geh doch kaputt. So. Ich muss mich mal gleich reparieren. Ihr seid doch blöd, Alter. Wieso greift ihr einen Panzer an? So, ich repariere mich mal. Auf X gedrückt halten, dann können wir nicht fahren und nicht schießen. Einsatzziel abgeschlossen. Sehr gute Arbeit, Jungs. Wir fahren weiter. Nein, ich repariere mich noch. Oh, Scheiße. Gerade erst repariert. Tipp, Reparaturen außerhalb des Panzers sind besonders effizient, aber extrem gefährlich. Behalte daher deine Umgebung im Auge. Ach. Ist jetzt heile oder was? Jetzt darf ich wieder rein. Okay, weiter. Neues Einsatzziel. Zerstöre die feindliche Artillerie.
Reiß dich zusammen. Ja, wir haben einen verloren. Bring uns zu dem Dorffahrer. Dort sitzt ihre Artillerie. Das Ding kam nicht durch. Da ist eine Kanone. Die muss zerstört werden. Die kann uns richtig gefährlich werden. Da ist noch was. Scheiße. Lad nach! So, wo ist hier noch eine Kanone? Da! Geschützbesatzung ausgeschaltet. Gut gemacht. Bleib da einfach so stehen, Kollege. Achtung, Granate! Was? Da ist eine Kanone. Da war eine Kanone. Lauf, Schlampe! So, dann fahren wir einfach mal hier rüber. Da rennt noch einer! Also jetzt kann ich hier alle möglichen Geschütze benutzen im Panzer. Feuer auf das Geschütz! Was ist da wieder eins? Ich glaube, das Anwinkeln bringt hier gar nichts. Granate! Scheiße! Noch eine Granate! Rückzug! Weg hier! Alter, wie lange brennt denn das? Da kommt einer! Ich hab dir das Leben gerettet. Bedank dich gefälligst. Vorstoßen! Ja, nicht getroffen! Blitzkrieg! Ah, schon wieder nicht getroffen! Ah, ich bin ausgestiegen! Scheiße! So ein Mist, was habe ich hier nur getan? Ich bin zu weit vorgestoßen. Oh, das sind meine eigenen. Wir fahren hier durch. Da ist die Artillerie. Ich glaube, schießt man einfach mal gegen. Artillerie zerstört. Sehr gut, Jungs. Weiter. Neues Einsatzziel. Zerstöre die feindliche Artillerie. Schieß doch mal so dahin. Artillerie zerstört. Da will, die wollen entkommen. Oh, zu weit. Das Haus kaputt gemacht. Das ist so eine Kanone oder was? Da ist ein Panzer! Da ist ein Panzer, neues Eisenziel, obere Big Willys Hof. Ja, den haben wir in den Arsch getroffen. Oh, die armen Grabsteine hier. Oh, Kollege. Scheißegal, ich schieß auf alles, was sich bewegt. Die sind bestimmt irgendwo Kanonen. Achso, da hinten ist der Hof. Da ist eine Kanone. Oh, die sieht auf uns. Jetzt nicht mehr. Stacheldraht. Oh, was ist da? Geschütz erledigt. Gib Gas, Edward. Zu Befehl. Da sind Schurken. Achso, hier ist der Hof. Ja, wir übernehmen sie. Geht sogar alles kaputt hier. Geh weg da. Die Wand kann nicht... Oh, kaputt gemacht. Das Aufbauen hat ein bisschen länger gedauert. Er wirft hier mit Granaten. Oh.
Da ist eine Kanone da hinten irgendwo. Einsatzziel abgeschlossen. Oh, schon wieder ausgestiegen. So, zerstöre die feindliche Artillerie. So, zwei haben wir. Da ist noch eins. Nee, ist kaputt, nee. Ja, nicht weit genug. Zielt aber nicht auf uns. So. Da ist Wasser, da wollen wir nicht durch, sonst bleiben wir hängen. Ich treffe ihn nicht, doch. Oh, reparieren mache ich mal. Du Schlingel. Oh, Panzer! Alter. Ja, da ging geschossen. Da ist ein Feldgeschütz. Das machen wir erstmal kaputt. Jetzt hat er mich getroffen. Hör mal auf zu treffen, du Pillnis! So, jetzt treff doch mal, ja. Kannst nämlich gar nichts. Ja, hier. Ja, das wird sie ruhig stellen. Ja. Jahrelang Red Orchestra am Tigerpanzer gefahren. Oh! Stirb! Achso, MG! Oh Scheiße, ich repariere mich mal, wir brennen schon! Reparieren, reparieren, sonst kann viel passieren. Da hinten ist eine Kanone. Da rennen sie dahin, die Kollegen. So. Da. Kaputt. Peng, 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 peng. Die Brücke. Oh. So. Wir fahren mal vorwärts ein bisschen. Bring uns rüber. Jawohl. Alle deutschen Stellungen auf der Brücke räumen. Jungs, macht Platz da. Es kommt Big Mama. Geh weg da. Ah, zum Glück hält die unser Gewicht. Oh, nicht getroffen. Schnaps gesoffen. Oh ja, wir trinken! Ah, so ein Scheibenkleister. Was? Wer schießt hier? Was? Wer war das? Der spinnt wohl. Wo ist die dramatische Musik hin? Oh. Vorrücken! Scheiße! Die schreien, wir sollen verrecken. Sie haben auf uns gewartet. Wir müssen hier weg. Scheiße! Ich hab keinerlei Zugkraft! Treib sie zurück, Jungs! Sie gehen nicht tot! Thank you.
ist ein Befehl, Junge. Hast du mich etwa nicht verstanden? Sir. Sir! Neues Einsatzziel. Bring die Nachricht zum Hauptquartier. Wo ist das denn? Fliegen wir einfach mal geradeaus. Nach Westen. Jetzt kann ich mir hier das Schlachtfeld ein bisschen angucken. Aber der Hintergrund ist ja alles unscharf. Oh. Ganz schön sensibel mit der Maus hier. Ich kack euch auf den Kopf. Ich flieg doch gar nicht runter hier. Was denn das? Was machst du denn für Scheiße? Das ist nicht ausgereift. Muss ich mal so in den Raum werfen. Wo fliegst du denn hin, verdammte Naht? Will das Ding mich verkackeiern? So, jetzt mache ich nach unten. Dann fliege ich nach oben. Jetzt mache ich nach unten, fliege ich nach... oben, so habe ich das auch eingestellt. Okay, ich bin da! Brieftaube! Neue Befehle! Befehle vom Feldsir! Von Townsend. Feuerbefehl! 3-1! Das ist das Ende, Jungs. War schön, euch zu dienen. Höllisches Glück, Townsend. Ist das so? Alles, was wir hier haben, sind blinde Befehle und Zufall. Was glaubst du, welche Seite uns zuerst erledigt? Ich hab deine Sprüche satt, McManus. Aye, aye, Sir. Edwards, starte den Motor. Verdammt, die Treibstoffleitung leckt. Bitte jetzt nicht. Bitte jetzt nicht. Bitte jetzt nicht. Komm schon. Jetzt komm schon. Les, komm schon. Hör auf, hör auf. Les. Das war's. Willst du da bloß rumstehen? Ich sehe keine 20 Meter weit. Wir brechen durch. Edwards, ich fahre. Du erkundest draußen die Lage. Spiel nicht den Helm. An die Arbeit, Junge. Wir wollen alle in einem Stück durchkommen, Edwards. Wenn du Ärger kriegst, sind wir direkt hinter dir. Neues Einsatzziel. Führe Black Mass durch den Wald von Borlo oder Borlon, wie auch immer. Spähe den Wald aus und schalte jede Panzerabwehr und so weiter und so fort. So, wir haben bereits 2 Kameraden verloren und unseren Kommandanten. Unser Kommandant ist verwundet. Jetzt müssen wir hier lang gehen und die Lage abchecken. Das werden wir aber in der nächsten Folge machen. Jetzt fahren die einfach schon vor, die Penner. Das sind doch Arschlöcher.
Ich denke, ihr könnt nicht so weit gucken. Also ich würde mich freuen, wenn wir zur nächsten Folge wieder gehen. Wenn wir versuchen, hier lebend durchzukommen, dann wollen wir gucken, wie es weitergeht mit unseren Protagonisten Edwards und seinen zwei verbliebenen Freunden. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.